Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Michael. Happy birthday to you. Dankeschön. Happy birthday. Danke, sehr lieb von dir. Top Frau hast du. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Alles Gute, bleib gesund. War ich. Und wie du bist. Ich bleib gesund, wenn du mich richtig vorbereitest, dass ich auch gesund bleibe. Ich hatte viel Schläge auf den Kopf bekommen. Ein kleines Geschenk für dich. Zieh gleich mal an, weil du musst wieder mitnehmen. Falls du groß ist? Ja. Dankeschön, gell? Grüße gleich. Oh. Das ist nice, Frank. Ja, der gefällt mir richtig gut. Hab die Ohren ausgesucht. Ja, der hat Geschmack. Der kennt deinen Style. Ja, ja. Ey, jetzt hat bestimmt. Ich probier's aber gleich. Ich rufe sie, doch keiner geht ran. Wollen sie, was rufen sie an? Ich glaube, ich verliere den Verstand. Diese Welt Fickkopf, sie ist hässlich. Doch ich bin nicht dieser Typ, der vor dem Netflix hockt, sondern er, dieser Junge, der den Next Shit droppt, während du dein Lohn bis zum letzten Set verzockst. Doch zurück zum Thema, mein Name Ema, weil man auf der Straße Bares sehen kann. Verlor ich die Spur, kam vom geraden Weg ab. Von unten nach oben, bin da und Hip-Hop. 2 Jahre hab ich abgesessen. Warum ich erzähle, ich hab was vergessen. Zwischen Knastzellen und verkalten Zellen lernte ich eine Tat zu treffen. Okay, sag wer, möchte ich gebetteln am Mic? Okay, sag, wer finanziert deinen Band, sein Weiß? Nein, ich habe noch die Bänke verteilt. Okay, sag, wer war da, als ich unten lag? Und wer da verschwunden war? Okay, sag, wer hatte einen bunten Tag, als mein Leben im Dunkeln war? Okay, sag, wer hat vergessen, wo er herkommt? Wegen Geld, wegen Fame, wegen Erfolg? Alle haben ihre und sind sehr stolz, doch verkaufen ihre Seele für noch mehr Gold. Muss zum Telefon sie und Ton. Alteres geht aus oder schon. Muss zum Telefon sie und Ton. Alteres geht aus oder schon. Sie reden, doch ich hab nur Angst vor sie reden. Lass sie reden. Ja, ciao. Denn nur Gott kann meine Seele nehmen. Sponsor. Ich geh ja danach noch essen, nach dem Antenne-Kaiserslautern-Termin. Dann gehen wir direkt ins La Fiatra essen. Ein Sponsor treffen, der ist Bombentyp. Bisschen was futtern. Aber nur Salat. Ich muss sie abnehmen. Servus. Das wird wie immer alle gut genannt. Hi. Marco. Ah, da ist er. Servus. Ja, sollen wir loslegen? Hast du Bock? Ja. Let's go. Ich hab vergessen, du hast jetzt seit einem Monat oder so ungefähr, hast jetzt einen eigenen YouTube-Channel. Genau. Wie bist du denn darauf gekommen? Wie bin ich darauf gekommen? Eigentlich war das die Idee von meinem Manager. Und der hat halt gemeint, ey, du musst in den sozialen Medien musst du aktiver werden, weil ich war die ganze Zeit, ich habe mich nie drum gekümmert. Bin auch eigentlich gar nicht so der Typ dafür. In der neuesten Folge besuchst du auch einen Promi, ne? Ja, genau, der Rainer Gottwald. Ja, ich mag den sehr. Also wir kennen uns ja auch durchs Boxen, aber jetzt auch schon ein bisschen länger. Und ja, der hat ja Promi Big Brother gewonnen. Der ist nicht normal, der Rainer. Und sowas finden halt Leute geil. Komm, wir machen noch ein Foto. Ja. Können wir noch Kicker. Ey, ich hab schon lange nicht mal gekickert, aber ich glaube, ich hab schon gesehen, wie du spielst. Ich glaube, für dich könnte es noch reichen. Okay. Ja, das sieht schon profimäßig aus. Ja! Wirklich eins, oder? Gutes Spiel. So, danke, dass ich hier sein durfte. Gerne, danke, dass du da warst. Gerne immer wieder.
Ja, ich komme auch öfters noch vor. Wieder folgen. Aha. Ja. Wäre schon cool. So. Udo, Sponsor von mir. Bei unserem monatlichen Essen. Wir gehen immer einmal im Monat gehen wir essen. Damit ihr mir nicht verhungert. Genau. Was für Salat würdest du mir empfehlen? Salat? Ja. Auch ein bisschen mit Fleisch. Mach doch Salat einfach mit Putenstreifen. Ich mach dir ein bisschen Antipasti drauf. So. Steht du was für Schnitzel? Mit so frische. Ja, ich will eigentlich Schnitzel, aber ich darf nicht. Ich nehm wieder ein gutes Steak, aber ich nehm's vom Steak. Das war letztens noch wirklich gut. Und mach einfach ein guter Salat dazu. Und falls ich mal doch noch gegen den Ort treten muss, dann passe ich auf die Kohlenhydrate auf, damit ich schnell rennen kann. Ich glaube, der ist schneller als du. Wir gehen. Danke, dass wir essen durften. Hat wie immer gut geschmeckt hier. Bis ciao, ciao. Bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss. Wiedersehen. Oh. Ja. Das lässt mich irgendwie fett aussehen. Hast du schon Trainingsplan für Teneriffa? Ja klar, steht er schon. Ja, morgens um 8 Uhr geht's hoch auf den Berg, laufen, dann das Lauslogan, Gymnastik, Pipapo, dann geht's zum Frühstück, dann ein bisschen chillen, Schläfchen machen und dann um 16.30 Uhr geht's ins Gym, traditioneller Boxtraining und dann, je nachdem, manchmal gibt's 3 Einheiten, manchmal nur 2. Wenn es nur 2 gibt, wird abends ein bisschen relaxed, ein bisschen Wellness gemacht. Und wenn es 3 Einheiten gibt, ist der Tag eh gelaufen. Also volles Programm. Wird kein Spaß. Yes. Inside, be monster. Always. After the fight, be friends. Inside the fight, it's a fight. Friends, we can be after them. Gut. Das ist mein Motivator. Wir machen euch alle fertig. Mein Co-Trainer John hat Ansage gemacht. Gehen wir in die Kältekammer. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut und selbst? Hallo. Hi. Hallo. Hi. Ja, das ist ein Boxer von mir. Hallo. Dann kommt Yami. Du kannst ja. Noch mal sagen, wie viel Grad das hat? 86 Grad minus. Es wird lustig. Wer möchte anfangen? Ich glaube, Adi hat gesagt, er will anfangen. Ja. Das macht die Kältekammer warm. Das ist der Adil, ja. Richtig guter Kampfsportler, der macht alles. Boxen, Muay Thai, Kickboxen, MMA, und Schlammcatchen. Der macht einfach alles, der Adil. Okay, 1, 2, 3, los geht's. Los geht's. Viele Sportler machen vor dem Sport oder nach dem Sport. Das kann man denken, wie die Computer F5 zu drücken. Die ganze Regenerationsprogramm kommt von Kopf bis Füße. Danach kann man gut schlafen. Der Körper ist auf diese Adrenalin wieder belebend wird und man fühlt sich 2 Wochen in Urlaub an. Viele Kosmetikstudios arbeiten mit Sportlern, verschiedene Art von Sportlern und die machen die Kryokabine als Kurpräparat. Ja. Also Senfbehandlung, man macht eine Pause zwischendurch und man fängt wieder diese Senfbehandlung. Ja, der darf nicht länger machen als ich, auf keinen Fall. Kältes Kopfsage. Fertig? Okay. 13 Minuten, die 3 Sekunden. Kommt da eine. Alter, ey. Anpassen. Oh. Your next. Alter.
Gut, ich komme morgen. Ich bin genau mit zu denken. Du machst das heute. Krass. Wow. Ja, 13 Minuten stabil. Ja, 1, 2, 3. Die Kälte dauern, so durchgehend. 13 Minuten lang. Ja? Wir haben eine Kombination von warm und kalt. Das ist auch was ganz Besonderes. Ja? Ja, weil es eine Stunde lang wechselhaft. Kalt, warm, warm, kalt, warm, kalt. Eine Stunde lang. Hier mit dem hier? Nebendran. Was habt ihr hier alles? Von so verschiedenen Varianten. Guck mal, niemand. Niemand weiß das, was wir hier in Kaiserslautern alles haben. Dann ist ja jetzt gleich ein neuer Rekord, oder? Ja. Also von so weit ist es über von so jetzt. Jo. Kampfsportler sind anders da. Fertig. Okay. Yeah. Oh, ich merke jetzt die Kälte, ich will gar nicht rein, ey. 1, 2, 3. Gott, ey. Doch, doch. Auf dich, Mike. Musst du erstmal verdienen. Sehr gut. Sehr gute Zeit. Vielen Dank, Entschuldigung, dass ich so laut bin, aber ich bin so glücklich, dass ich draußen bin. Das konnte ich mir einfach nicht gefallen lassen, dass die gegen mich gewinnen. Ja, nicht mit mir. Was für ein Coach wäre ich, hä? Ja. Ich hab voll Schub, als wäre ich drauf oder so. Jetzt auch noch Spaß. Ich fühle mich gerade so gut. Jetzt ist alles Finger auch wieder. Boah, wie geil. Doch, es war gut, hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Also Leute, es lohnt sich hierher zu kommen, ja? Gut, dann bedanke ich mich, dass wir hier sein durften. Gerne. Ich fühle mich gerade richtig gut. Ich glaube, die Jungs auch. Schön, dass ihr gekommen seid. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Da steht ja Cry One. Das bedeutet, weine einmal. Das ist so ein Kind, ey. Oh,